stellt. Jetzt wird er wahrscheinlich wieder rauslaufen, genau, um den entfernten Innenblocker zu isolieren. Witzel, Wahnsinn. Wahnsinn. Im Fallen und dann noch das Ding so nach oben zu ziehen, spektakulär. Aber um das zu Ende zu führen, dieses Laufspiel vom Kreisläufer, das richtige Timing zu haben dabei und dementsprechend eine Isolation für jetzt in dem Fall Gitzel zu holen, das ist einfach auch eine absolute Qualität, die man oft... Voll klare, detaillierte Vorgaben. Jakob Holm hat mir das mal erzählt. Och, was für eine Bewegung. Matthias Gitzel. Hopsen. Wenn die Kombination einstudieren, wenn die Taktik spielen, dann sagt er dir als Spieler, nee, ich will dich verraten, was die Spanier da für eine super Ausbildung haben. Uff. Also Gonzalo Pérez de Vargas noch nicht da. Gitzel hat mal gezeigt, warum er einfach bisher der absolute Topscorer im Team ist. Ansatzlos sehen wir hier gleich. Jetzt geht er den Pass. Ein Schritt, zack. Schön. Die Dänen sofort wieder mit Tempo. Ah, und das ist die Stärke von Matthias Gitzel. Überragendes Tor. Und dann hinter dem Rücken sehen wir jetzt nochmal in der Zeitlupe. Er ist so ein überragender Zocker und auch in der Situation mit